Für Münsteraner Pendler geht das Leiden weiter. Der Bahnhof befindet sich im Wandel. Kaum ist die Frontseite fertig, geht es mit den Bauarbeiten auf der Ostseite weiter. Unter dem Namen Hansator Münster haben hier vor kurzem die Arbeiten an einem neuen Gebäudekomplex begonnen. Er soll als Verbindung zwischen Hansaviertel und Innenstadt dienen und wird nach aktuellen Plänen unter anderem ein Hotel, Apartments, Gastronomie, einen Supermarkt und eine weitere Radstation umfassen. 2015 setzte sich die Aachener Landmarken AG bei einem Auswahlverfahren um die Neubebauung der Ostseite durch. Anfang dieses Jahres begannen dann die konkreten Bauvorbereitungen, die Ende 2020 abgeschlossen sein sollen. Doch nicht nur die Bahnhofsfläche selbst, sondern auch die direkte Umgebung soll ein neues Gesicht erhalten. Der anliegende Bremer Platz wird bis Anfang 2021 eine noch nicht näher definierte Umgestaltung erfahren. Fest steht nur, dass die freie Fläche in jedem Fall erhalten bleibt.